Ein herzliches Willkommen an alle zurück zu einer neuen Episode vom berühmt-berüchtigten Blindzocken. Wie ihr sehen könnt, der Schal, der ist schon fast auf meinem Kopf drauf. Eine kleine Frage erstmal. Ich habe ein neues kleines Interface mir überlegt. Ich hoffe, es gefällt euch ganz gut. Denn DS-Spiele, ja, das kriegt man alles in Videoformat nicht ganz so super hin, aber ich hoffe, ich habe das ganz gut gelöst. Ich hatte damals schon mal ein Let's Play von diesem Spiel, das sah dann so aus. Und jetzt geht's schon zum Boss, Leute, und dann ist das Spiel zu Ende. Ich meine, nach König DDD ist auch mal Schluss. Schaut es euch bitte wirklich an. Schaut es euch an. Ich bewege mich nicht. Ich drücke hier nur P. Besiegt. Ja, Leute, ich war damals schon wirklich sehr professionell und habe den Platz von dem ganzen Spiel gut genutzt. Ich denke aber, das hier passt ganz gut. Und sollten wir noch mehr DS-Spiele spielen, dann werden wir dieses Interface wiedersehen. Ihr seht gerade unten, unter dem Hauptbild, sage ich mal, unsere heutige Challenge. Und zwar versuche ich Level 1 zu schaffen. Hier, Level 1, das werden wir gleich versuchen. Das heißt, ich werde jetzt ins Spiel starten. Und dann, ja, gucken wir mal, wie weit ich komme. Vielleicht schaffe ich ja sogar Level 2, mal sehen. Aber Hauptmission ist, Level 1 durchzuspielen. Ich würde sagen, wir fangen an. So. Das Gute an Kirby ist, dass es ein ziemlich simples Spiel ist. Ja, gucken. Oh. Wir haben auch schon was eingesammelt. Und man kann halt auch ordentlich fliegen. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ich darf natürlich nur nicht die Springtaste mit der Einsaugtaste verwechseln. Das wäre natürlich dramatisch. Oh Gott. Da geht's schon los. Das erste Mal Schaden habe ich gerade erlitten. Hallo. Bin ich schon an der Tür? Nee. So, bin ich jetzt an der Tür? Okay. Erste Tür haben wir geschafft. Na, wir spielen ja auch nicht im Sand. Das läuft heute hier. Kirby, komm schon. Gib dein Bestes und ich merke gerade, irgendwas habe ich im Auge. Also, ich habe einen Schal im Auge, ja, das weiß ich selber. Tut mal. Nee, ich glaube, das kam jetzt noch nicht. Oh. Oh. Das war wieder ein Gegner. Ich meine, so viele sind im ersten Level, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe mir das wieder ganz kurz angeschaut. Und jetzt ist natürlich die Frage, bin ich schon wieder an der Tür? Ja. Oh Leute, das läuft. So, ist jetzt, wo diese kleine Klippe ist? Ja. Könnte nämlich sein, ne? Oh, ich verwechsel dauernd die beiden Tasten. Ich glaube, jetzt bin ich oben. Jetzt fliege ich nach oben und jetzt nur nach rechts. Gut, jetzt müsste ich auf dem Podest stehen. Oh Leute, ich glaube, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Ich glaube, wir sind jetzt schon im letzten Abschnitt. Ich glaube, das läuft heute so gut. Nee, oh Gott. Nee. Kommt noch nicht. Kommt noch nicht, Freunde. Ich glaube, das läuft sehr gut. Nee. Wir können noch. Also das ist heute, glaube ich, eine recht einfache Challenge. Aber auch das muss mal sein. Es kann nicht mehr sein, dass wir hier die schwierigsten der schwierigsten Challenges versuchen. Ach, bin ich vielleicht schon wieder an der Tür?
Nee. Weiß ich aber auch gerade gar nicht genau, wo ich mich jetzt befinde. So vor meinem geistigen Auge. Hallo, Tür? Oder bin ich gerade vor dieser Bombenwand? Ah, dann müsste ich die doch, glaube ich, so aufkriegen, ne? Ach, ist ja auch schon wieder alles hier. Eine ganz bescheidene Situation. Fliegen mal wie ein Vogel. So. So. Ach Leute, ich dachte, Kirby ist ein einfaches Spiel. Aber anscheinend doch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen zurück. Wieder ein bisschen hin. Ich weiß gar nicht, gibt es in Kirby einen Timer? Ich glaube nicht, ne? Es ist ja ein recht einfaches Spiel. Ausgenommen von den Endgegnern. Die sind in Kirby immer komischerweise schwerer als das komplette Spiel zusammen. Da weiß ich nicht, was sich die Entwickler immer denken. Also irgendwas sagt mir, dass ich schon wieder irgendwo festhänge, aber... Eigentlich verstehe ich das nicht, weil... Im ersten Level sollten eigentlich keine Mauern oder so sein. Aber ich... Ach nee, ich höre auch nicht, ob ich laufe. Man hört wirklich nur die Schwebegeräusche. Oh! Doch! Die doofe Wand! Die doofe Wand. Und mein Gott, bin ich gut. Noch irgendwas mitgenommen. Ich glaube, ein Leben. Oh, Freunde der Nacht. Wie geil. Ich habe das erste Level geschafft. Challenge geschafft. Ey, das macht mich gerade echt freudig. Ja, ich wusste, wir waren die ganze Zeit vor diesem... Da war so ein Bombensymbol. Da muss man irgendwie was gegenhauen. Oder ich habe es, glaube ich, jetzt mit so einer, mit so einer Grätsche, glaube ich, geschafft. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera gerade da ist. Und Leute, wir können mal ganz mutig sein. Also wir haben das Hauptziel geschafft, die Hauptchallenge. Es ist ein sehr erfolgreiches Video. Und jetzt versuchen wir einfach mal Level 2. Gucken mal, ob wir da irgendwas schaffen. Das habe ich mir nicht angeguckt, also keine Ahnung, was da kommt. Aber mal gucken. Oh, coole Musik. Bap, bap. Habe ich irgendein Item bekommen? Nee. Das wäre auch noch cool. Das Spiel habe ich damals auch gehabt. Das war ein super Spiel. Also mir hat das super Spaß gemacht. Das ist in meinen Augen eins der besten Kirbys. Weil man hat ordentlich Items gehabt. Also es gibt so viele Verwandlungen. Man hat halt dieses coole Inventar, wo man bis zu 5 Items sammeln konnte. Und... Okay. Das war einfach super. Es hat so viel Spaß gemacht. War okay schwer. Ah, schade. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein Item bekommen. Kann das sein? Sorry Leute, da habe ich aus Versehen bei meiner Aktion, das Item zu finden, das Spiel unterbrochen gehabt. Deswegen konnte ich nicht mehr spielen. Jetzt bin ich direkt über dem Symbol, also ich habe mich jetzt minimal gespoilert, aber das ist ja auch egal, weil die richtige Challenge haben wir schon hinter uns. Jetzt bin ich der Schwert-Kirby. Jetzt müssen wir hier, jawohl, ein Schwert haben.
okay. So. Da habe ich mir irgendwas eingesammelt, aber das lassen wir jetzt. Wir hackschnitzeln uns jetzt hier von Ort zu Ort. Kommt mir nicht zu nah hier. Ich bin Kirby. Nee. Ach doch. Da war schon wieder eine Tür. Ja, das ist das Coole an Kirby. Man kann eigentlich immer durchfliegen. Ja, also man muss sich nicht mal mit dem Boden wirklich beschäftigen. Das macht das Spiel natürlich auf eine Art sehr einfach. Habe ich ja schon gesagt. Ne? Aber das muss auch mal sein. Ne? Wir können nicht immer die schwersten Jump'n'Runs und irgendwelche anderen Spiele spielen, die man eigentlich gar nicht blind spielen sollte. Es muss auch einfach mal so gehen. Es muss immer so ein guter Cocktail an verschiedenen Spielen sein. Und hier ist irgendwo jemand. Können wir den vielleicht noch hauen? Das würde mich natürlich sehr freuen. Ist der vielleicht wieder irgendwo oben? Muss ich wieder nach oben fliegen irgendwie? Kann ja sein, dass da ein Berg ist. Ich habe das Level wirklich null vor Augen. Also ich höre, hier ist irgendwo ein Gegner. Oh! Da habe ich wieder was gemacht, was richtig war anscheinend. Und jetzt ist hier eine Tür. Nö. Hätte ja sein können. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal das Video. Beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal eine Challenge, die wir gemeistert haben. Ich bin total stolz auf mich. Falls ihr noch andere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, lasst ein Like da. Und Kommentar, habe ich gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich, aber es ist auch sehr heiß, Leute. Das müsst ihr mir einfach verzeihen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Milz spielt blind Dinge, die er eventuell nicht spielen sollte.